So, wir bekommen gleich die nächste Stadt. Ich bin gespannt, wo sie platziert wird. Oha. Praktischerweise... Ja, wobei... Für den ersten Moment ist es praktisch, aber das wird uns später zum Verhängnis werden. Von wegen, ja, dass die Stadt sich nicht so entwickeln kann. Da müssen wir vielleicht dich nochmal woanders hin verlegen. Vielleicht hier so in die Ecke. Schauen wir mal, später Problem. Noch geht es ja. 13.000 plus und wir machen Lobbyarbeit. Für mehr Schotter. So, entschuldige, ja, du hast schlechte Laune. Es tut mir sehr leid. 17.000 plus, Leute. Langsam kommt Geld rein. Stromverbrauch vom Wohngebäude um 5% finde ich gut. Nehmen wir. Forschungszentrum. Pläne für den Bau einer hochmodernen Forschungseinrichtung wurden angekündigt. Sie wird am Stadtrand von Tavistock gebaut. Dieser Neubau hat einen hohen Energiebedarf, wird uns aber auch hohe Gewinne bringen. Wichtig, dieses Gebäude muss direkt mit einer Hochspannungsleitung versorgt werden. Okay. Hier oben also in der Nähe. Ach nee, in 5 Tagen kommt die neue Stadt. Da steht einfach nur später. Das finde ich doof, dass da keine genauere Angabe ist. Dann würde ich sagen, sollten wir uns bald mal um die Kabellegierung kümmern, dass die Leitung weniger durchknallen. Und wir werden bald ein neues Kraftwerk brauchen. Ach, da hat ja noch einer keinen Strom. Ja, Mensch. Das würde ich dann wahrscheinlich ganz gerne hierhin machen, das Kraftwerk. Dass wir von der Richtung nochmal an die Stadt rankommen. Mit ein bisschen Stromversorgung. So, bald. Aha, da oben ist es. Gut. Oh, verdammt. Müssen wir jetzt echt noch ein kleines Darlehen aufnehmen? Komm, machen wir. Ja, komm, wir lassen jetzt erstmal den Tag ablaufen. Oha. Nicht gut, nicht gut. Wir brauchen hier noch ein weiteres Umspannwerk. Da fehlt uns aber das Geld. Ach, jetzt die Leitung ist auch noch ausgefallen. Leute, es wird nicht besser. Ja, okay, jetzt wird's gerade ein wenig besser. Ja, jetzt haben wir natürlich unsere Gewinne leider etwas geschmälert. Okay, dann lass mal gucken, dass wir hier ganz schnell Gewinne machen. Ah, verdammt, das reicht nicht. Was ist denn jetzt wieder kaputt? Ach, die Leitung hier. Oh, warte mal, können wir das? Ne, wir haben gerade so gut wie gar kein Geld mehr. Das ist ja Käse! Und unser Gaskraftwerk kommt auch an seine Grenzen. Dann müssen wir mal hier gleich was vom Umspannwerk abzwacken. So, 21.000. Jetzt haben wir ordentlich Schotter gemacht. Das ist gut. Dann machen wir jetzt erstmal hier eine Versorgung. Und von hier kommt auch mal was. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben gute Arbeit geleistet und das Licht brennen lassen. Die Bürger scheinen wirklich zufrieden zu sein mit der Qualität ihrer angebotenen Dienstleistung. Ja, das freut doch. Das freut doch so richtig, ihr Lieben. Wir könnten hier schon mal
Weitere Stromleitungen dran packen. Haben wir hier noch Straßen, die noch nicht versorgt sind? Nee, ne? Hier ist soweit alles, läuft alles ganz gut. Ups, das war jetzt ein Feld zu viel. Na guck. Der Tag lief doch jetzt mal glimpflich durch. Und geldtechnisch sind wir auch auf einem sehr guten Weg, denke ich. Ich mache hier mal ein Schaltwerk zwischen. Kann ich das eine da nehmen? Nee, leider kann ich noch keins wieder zurückzahlen. Das würde ich bald gerne in Angriff nehmen, dass wir einfach da geldtechnisch nicht irgendwie ins Hintertreffen geraten. Oh, jetzt 30.000 plus. Da kommt Freude auf. Haben wir doch direkt beide zurück. Ah, wobei, das war jetzt wahrscheinlich wieder Tinef, weil ja jetzt gleich eine neue Stadt kommt. Und ich glaube nicht, dass ich so viel Glück haben werde, dass die richtig günstig liegt. Ach, wobei, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, jetzt brauchen wir natürlich hier erstmal nur... Ja, komm, wir nehmen Dalin auf, bevor die Stadt jetzt zu lange ohne Strom bleibt. Dann machen wir hier ein Umspannwerk hin. Schaltwerk direkt nebenan. Ach, den habe ich noch vergessen. Zack. So, hätten wir das. Wir haben noch 4 Punkte. Wir könnten... Wollen wir die Leistung? Wobei, es wird ja auch hier sehr kalt teilweise. Sollen wir dann mal... Obwohl, nee, komm, erstmal hier. Machen wir den. Weniger Stromverbrauch ist immer gut. Oh, oh, oh. Da geht's ein bisschen heiß her. 37.000 plus. Menschenskinder. Nee, ich muss sparen für bessere Stromleitung, weil hier... Uch, nein, drehen wollte ich nicht. Können natürlich auch einfach uns mal hier ran verlustieren. Da muss auch noch mal was her. Du kriegst auch schon mal eine neue Leitung. Haben wir hier irgendwelche neuen Straßen, die sich entwickelt haben? Ne, aktuell nicht. Hier auch nicht. Okay. Guti, machen wir weiter. Tonnen, Leute, es läuft so. Aber ich befürchte, wir werden hier langsam aber sicher ein neues Kraftwerk brauchen. Ja, da kommt da nicht so... Ah, warte mal, wir können es doch verbessern, oder? 150 Megawatt. Aber die Fixkosten steigen und auch die Rate. Wir machen es trotzdem. Zack, Upgrade! Oh, wo drohte jetzt die Leitung durchzuknallen? Hier vielleicht? Warte mal, ich glaube, ich mache mal lieber hier die Verbindung. Und dafür dann einmal so. In 5 Tagen kommt die nächste Stadt, alles klar, wissen wir Bescheid. Hier haben wir noch ein bisschen... Straße ohne Stromleitung. Oh oh, wo? Wo? Ach, jetzt ist sie da hinten auch noch durchgeknallt. Ja, Menschenskinder. Okay, wir brauchen dringend das Upgrade für die Stromleitung. Dass sie solche Spannungsspitzen aushalten.
Jetzt kommen wir mal in Teufels Küche. Das mag ich nicht. ...50.000 plus an einem Tag, das ist eine sehr schöne Zahl. Ach nee, die Leitung haben wir ja schon. Ach nee, hier. Das müssen wir noch hochleiten. Hochleistungsleitungen. 6 Punkte. Das heißt, wir brauchen mindestens noch 2 Tage. Ui, ui, ui. Ich würde sagen, wir sparen erstmal ein wenig. Nicht, weil ich unbedingt das Geld horten möchte. Aber oh. Wo jetzt? Wo? Ach Mist, hier wollte ich doch noch eine Ersatzleitung machen. Verdammt nochmal. So, komm, reparieren wir schneller. Ach, Gott sei Dank. Jetzt sollte sich das Netz hier wieder stabilisieren. Ja, da geht die Leistung runter. So, du wirst abgeschaltet. Da brauchen wir dringend mal einen Speicher. Wo machen wir den hin? Ach Gott, ey. Ich möchte gerne den Krügen Speicher, aber ich habe keinen gescheiten Platz da. 116.000, wir machen dich hier hin. Einmal so und... Machen wir auch noch so, dass der Strom aus dem Speicher auch entsprechend rauskommen kann, hier oben hin. Wow! Alter Belli, jetzt knallt hier aber einiges durch. Eieieiei. Bürgermeister von Brighton, meine Schwiegereltern kommen den ganzen Weg. Ach ja, bla bla, ist mir egal, Junge. Ich brauche dringend noch ein weiteres Umspannwerk hier, sonst komme ich in Teufels Küche. So, oh Mann, ey, jetzt fehlt nur noch ein Forschungspunkt dafür, verdammt. Ziehen wir hier nochmal die andere Leitung hoch. Wunderbar. So, der Stromspeicher ist voll. Ich hoffe, der reicht auch. Ja, ich habe mich schon gefragt, wann es das erste Mal hier kracht. So, machen wir direkt 3 Leitungen. Das ist auf jeden Fall sauber luppt. ...69.000 plus, das gefällt. Da müssen wir jetzt dringend mal die Hochleistungsleitung machen. Zack. So, wer ist hier ohne Fahrkarte? Du hier hinten. Ja, das ist ja nicht so schön. Schauen wir mal, wo die neue Stadt spawnt. Hier hinten, das trifft sich ganz gut. Ich hatte ohnehin überlegt, ein neues Kraftwerk hier hinzusetzen. Können wir das nicht... Oh, warte mal. Da, 74. Jo.
Okay, das ist hier leider so hügelig. So, ein Schaltwerk hätte ich dennoch gerne, auch wenn es heißt, auch wenn das jetzt dazu führt, dass wir dich heute erstmal noch nicht versorgt bekommen. Ach komm, weißt du was, pfeif drauf, wir verdienen genug, wir nehmen uns ein Darlehen. So. Und wieder eine Stadt ans Netz angeschlossen. Sehr gut. Sehr, sehr gut.